Sehr geehrte Damen und Herren, um teilflächenspezifische Managemententscheidungen bei der Düngung für den Trinkwasserschutz zu garantieren, bedarf es einerseits, die räumliche Variabilität des Schlages zu identifizieren und des Weiteren das Wissen um den N-Input und N-Output auf den Teilflächen. Mit der Verfügbarkeit moderner Technologien wie Sensoren, zum Beispiel Satelliten, traktormontierte Sensoren oder Ertragserfassungen können mit entsprechenden Algorithmen teilflächenspezifische N-Bilanzen gebildet werden. Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich verschiedener Technologien und Modelleingangsdaten für die teilflächenspezifische Stickstoffbilanzierung. Mein Name ist Martin Mittermeier und ich freue mich darauf, am Poster 328 mit Ihnen über die Ergebnisse zu diskutieren. Vielen Dank. Yeah, hello, good afternoon. My name is Heba Salama from the University of Alexandria in Egypt. One of the main problems facing the forage production sector in Egypt nowadays is the forage feed shortage, especially during the summer season. That's why we are greatly interested in the introduction of promising alternative forage crops that would supply the animal with its needs during the summer. And from here we started investigating guar. Through our investigation, we were able to identify the best age at which the forage should be cut for the best green feeding, and also the age at which the forage should be cut for the presence of sufficient dry matter that would support successful insiding. Relative feed value and relative forage quality were also investigated, and for more information, please visit me at the poster 331. Thank you very much. Stabilität verschiedener Sorten von Winterweizen im Ökolandbau. Die Feldversuche waren Landessortenversuche an 6 Orten angegliedert, wurden über 5 Jahre ausgewertet und 7 Sorten eingezogen. Es wurde die Stabilität des Ertrages, des Rohproteingehaltes, des Feuchtkäfers und des Backvolumens berechnet. Im Ergebnis haben wir eine deutliche unterschiedliche Reaktion bei den Sorten, bei allen genannten Parametern, in Abhängigkeit der Umweltbedingungen. Einen kurzen Eindruck, wer die Grafik erkennen kann, nochmal Sorten im Backvolumen. Und der Hinweis, ich werde mich selber am Poster 313 hinstellen, da ich nicht bei 3 gleichzeitig sein kann und das 330er ist ein bisschen versteckt, das habe ich eben selber so im Fuß. Dankeschön.